Gab es in den deutschsprachigen Ländern einen Menschen, der so bekannt und geliebt war im Volke wie diese blonde Frau? Es findet sich in Deutschland kein Ort, wo ihre Gestalt, ihre Taten nicht tausendmal gezeigt worden wären. Im fernsten Gebirgsnest strömt zu ihr das Publikum, ebenso in die Großstadtkinos. Und noch in jäher Einsamkeit, wo Analphabeten ohne Post und Zeitung hausen, bewegt sie im Wanderkino das Herz der dumpfen Menschen. Und es drängt sich eine Forderung auf, die man ebenso ernstlich wie auch ironisch bedenken kann. Man mache Henny Porten zum Reichspräsidenten. Cort Pintus schrieb diese Hymne auf Porten 1920. Sie war auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes. Sie war der erste deutsche Filmstar. Ihre Karriere begann, als der Film begann. Geboren wurde sie am 7. Januar 1890 als Tochter eines Opernsängers und ab 1906 hatte sie ihren ersten Auftritt vor der Kamera. Oskar Mester hatte sie für eine Anfangsgage für 6 Mark pro Tag und 40 Pfennig Fahrgeld verpflichtet. Durch Henny Porten wurde seine Firma zum Konzern. Ab 1910 drehte Henny Porten Stummfilme, zumeist Melodramen, in denen sie oft selbst zu leiden und zu sterben hatte. Sie sagte später: "Ich will ganz offen bekennen, ich hänge noch heute an meinen allerersten Filmen, denn ich habe meine Arbeit sehr ernst genommen, von Anfang an. Ich habe an den Film und seine künstlerischen Möglichkeiten geglaubt, als ihn noch niemand ernst nahm und als es tatsächlich nicht leicht war." Anfang 1912 traf sie den Schauspieler und Regisseur Kurt A. Stark. Noch im selben Jahr wurde geheiratet. Kurt A. Stark, hier mit Henny Porten in der düsteren Stummfilmballade Der Schatten des Meeres, wurde in den nächsten beiden Jahren Regisseur für fast alle Portenfilme. Sie drehten Melodramen, aber auch sozial engagierte Filme. Die produktive Zusammenarbeit fand ein frühes Ende. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 wurde Stark als Soldat eingezogen. Er fiel 1916. ...1919 gelang es Henny Porten, Gerhard Hauptmann davon zu überzeugen, dass ein Stück Rose Bernd verfilmt werden müsse. Rose Bernd brachte ihr Anerkennung als ernsthafte Schauspielerin, obwohl sie nicht vom Theater, sondern nur vom Kientop kam. Ihr großes, komisches Talent zeigte sie in Kohlhiesels Doppelrolle: der schöne Gretel und der hässlichen Liesel. Doppelrollen hatte Henny Porten in ihrer Laufbahn schon häufiger gespielt. In Das Abenteuer der Sibylle Brandt spielte sie sogar 5 Rollen. Das Publikum konnte offenbar gar nicht genug von ihr bekommen. Ernst Lubitsch inszeniert mit ihr auch einen der aufwendigsten Uferfilme, Anna Boleyn. Die Porten in einer Titelrolle, neben ihr Emil Jannings. Nach dem Film rief auch Hollywood. Jannings ging, Henny Porten blieb. Sie hatte 1921 den Arzt Wilhelm von Kaufmann geheiratet. Sie gründete ihre eigene Produktionsfirma. Sie produzierte die erste berühmte Gaia Valli. Natürlich spielte auch sie die Hauptrolle. Sie produziert auch Die Hintertreppe, ein künstlerisches, ambitioniertes Werk unter der Regie von Leopold Jessner, das ihr Lob von der Kritik doch ein Desaster beim Publikum einbrachte. Die erste Porten-Filmproduktion ging in Konkurs. Georg Wilhelm Pabst war der Regisseur, mit dem sie den schwierigsten Sprung zum Tonfilm glanzvoll bewältigte. Sie befreite sich sofort vom gestrigen Stummfilm. Ihr Spiel war locker, ihre Stimme war angenehm. Nicht ideal schön. Man nannte ihn den wilden Emilio. Jede Frau war ihm verfallen. Was ist das für ein Album?
Ach, das kam mir vorhin so in die Hände. Und wer blätterte nicht mal gern in alten Erinnerungen? Das ist ja ein toller Bursche. Sollte vielleicht etwa dieser wilde Emilio? Oh, sag mir doch, wer ist denn der Vater? Tja, wer kann das wissen? Luise, Königin von Preußen, eines ihrer Lieblingsprojekte, geriet 1932 unter politischen Konflikt der Zeit. Für die einen war er zu nationalistisch, für die anderen zu pazifistisch. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es so schlecht um uns steht. Schlecht? Wieso schlecht? Steht nur schlecht, wenn ich Krieg mache. Mach aber keinen Krieg, denke nicht daran. Ich kann nicht leugnen. Ich bin in großer Unruhe. Siehst du, Fritz, jetzt bist du selbst in Unruhe. Weil du Angst hast, dass der Napoleon uns nicht gut gesinnt ist. Mein Gott, was soll denn bloß aus Deutschland werden? Ich bin König von Preußen. Na, und Deutsch bist du nicht? Ach, Deutschland ist etwas so Unbestimmtes, Nebelhaftes. Traum von ein paar Phantasten. Du, Fritz, sag das nicht. Ich liebe Deutschland. Sieh mal, ich verstehe nicht viel von Politik. Weißt du, was für mich Deutschland ist? Das ist etwas, was mich gut macht. Guck mal, unsere Liebe ist doch deutsch. Und unsere Ehe und die Kinder, das ist doch alles deutsch. Du, und wenn Deutschland stirbt, sterb ich auch. Im Dritten Reich hatte sie selbst nur 9 Filme gedreht, da sie mit einem Juden verheiratet war. Der Regisseur Karl Fröhlich, der Reichsfilmkammerpräsident geworden war, verschaffte ihr die Hauptrolle in dem Film Familie Buchholz. Also rein! Also weißt du, wenn meine Kinder das wüssten, ich würde vor Scham in die Erde sinken. Vor dem historischen Hintergrund der Gründerjahre ziehen in liebevoller Kleinmalerei die vielfältigen und heiteren Ereignisse innerhalb der Familie Buchholz vorüber. Nach dem Kriege gab es im westdeutschen Film keine Angebote für sie. 1953 ging sie zur DEFA nach Ost-Berlin. Dort drehte sie Das Fräulein von Scudery und Carola Lamberti. Im Westen bezichtigte man sie des Überläufertums. Es waren auch ihre letzten Arbeiten. Am 15. Oktober 1960 starb Henny Porten in Berlin. Ihre Biografie spiegelt die Entwicklung des deutschen Films in den ersten 50 Jahren genau wider. Wie bei keiner anderen. Sie war der erste deutsche Filmstar. Ich glaube, ich habe einen Kleinen sitzen. Bravo, Mädchen, bravo. Bitte, Mädchen, tanz doch mit.